MindMeister ist ein Tool zum Erstellen von sogenannten Mindmaps. Ich gehe mich mal hier ein. Und hier sieht man jetzt verschiedene Maps von mir. Und auch hier sieht man, dass man sehr schön arbeiten kann und hier zu einem Thema dann schnell mal sich eine Mindmap aufbauen kann. Und natürlich kann man hier in MindMeister dann einiges an Bilder mit rein tun und so weiter und so fort. Spannendes Tool für Leute, die Mindmaps mögen. Prezi ist ein Tool zur Erstellung von Online-Präsentationen, die bestimmte Art hat, sich darzustellen, sehr stark mit Bewegung arbeitet. Schauen wir uns noch mal sowas an. So, fangen wir mal an. Man sieht, hier wird sehr viel hin und her sich hier bewegt, dabei Sachen vergrößert. Es entsteht eine Dynamik innerhalb der Präsentation. Und durch das Drehen passiert man sich auch einfach erstmal wird es vielleicht interessant, muss man sich ein bisschen aufpassen, dass man sich übertreibt. Aber auf alle Fälle, wer es noch nicht gesehen hat, damit kann man dann auf den ersten Blick erstmal ein bisschen Eindruck schinden. Okay. Davon gibt es eine ganze Menge an Präsentationen und Tools, die Sie kostenlos nutzen können. Und hier passiert da nichts. Okay, eine reicht vielleicht auch. Gehen wir weiter zu Comics. Comics erlaubt Ihnen, also aus Bildern, die Sie hochladen, da könnten Sie ja einfach Bilder innerhalb einer Veranstaltung machen und die dann kommentieren. Die können wir mal jetzt rüberziehen und dann kann man hier wie im Comic das entsprechende Comicblasen ziehen. Okay, kann man auch noch die Texte verändern. Und dann können wir hier eine neue Seite erstellen. Und dafür gibt es dann
auch unterschiedliche Vorlagen, mit denen man dann die Seitenstruktur erstellen kann, die ich gerade suche. Super. Hier sieht man, kann seine Flickr über Flickr sich verbinden. Ich hoffe, ich wollte das nicht. Fällt mir momentan nicht ein. Sorry. So, dann gibt es Animoto. Animoto erlaubt Ihnen, Videos und Bilder hochzuladen. Das macht dann eine schöne Präsentation daraus, die so ein bisschen Richtung Filmfehler geht. Schauen wir uns das mal kurz an. Hey, I'm Tom, one of the guys at Animoto, and I've got 60 seconds to give you the lowdown on what we do. Animoto is a service that combines your images, music, and video clips into a pretty sweet production that looks something like a movie trailer. You can make videos about whatever you want. Yourself, your dog, your friends, your mama, your house party, your trip to Rome, whatever. It's really easy to make one. First, we gotta get your images. You can either upload them, or if you already store them online, just tell us where to find them. If you've got video clips, upload those too, and try adding some text to tell a story or send a personal message. Next, choose your soundtrack. We've got a growing library of tunes you can use, or you can upload your own. We then painstakingly analyze all of your images, video, and music, and splam! You get an Animoto video, totally customized to every nuance of your music. Then send it out as a video greeting, post it to Facebook or your blog, or download it to show off to your friends. Even send it through our engine again to see what else comes out. You see, no two videos we make are ever the same. A unique piece, every time. So give it a try. It only takes a few minutes. And that's the deal in 60 seconds. Ja, schauen wir uns nochmal so ein Example Videos an. Schauen wir uns Skating in New York City an. Relativ viele Schnitte, Effekte und ob man das jetzt immer so in der Video Kurzpräsentation so einer Fiese zum Beispiel braucht, weiß ich nicht, aber man müsste vielleicht versuchen auch mit anderer Musik. Könnte spannend sein, wenn Sie einfach einen eigenen Trailer hochladen wollen zu Ihrer Fiese.